Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Karl Fröhlich von speicherguide.de. Mit mir im virtuellen Studio der Kollege Engelbert Hörmersdorfer. Guten Tag beisammen. Und Wolfgang Huber von Simplivity. Unser aktueller Gast. Wir hatten ja letztes Mal versprochen, zum 20. Podcast machen wir ganz was Besonderes. Darum machen wir heute super spontan einen Podcast. Der Huber wusste vor eine Viertelstunde noch nicht, dass er heute Podcast macht. Und drum unterhalten wir uns heute über Hyperkonvergenz. Ja, Huber, Hyperkonvergenz ist zurzeit wirklich eines der Hype-Worte. Man hat es jetzt auch wieder auf der VMworld in Barcelona gesehen. Es ist ein ganz großes Thema. Es waren sehr, sehr viele Firmen da, unter anderem auch Sie. Was ist der Grund, warum Hyperkonvergenz momentan so nachgefragt wird beim Kunden? Das ist echt eine wunderbare Entwicklung, weil wir machen Hyperkonvergenz seit 2009. Da hat Simplivity angefangen mit der Entwicklung von hyperkonvergenten Systemen. Wir hatten das auch immer schon Hyperkonvergenz genannt. Wir sehen jetzt in den letzten 2 Jahren vor allem, dass auch viele der traditionellen Hersteller ihre Produkte irgendwie neu verpacken oder auch auf dieses Thema Hyperkonvergenz aufspringen. Grundtreiber ist ganz klar, die Kunden wollen weg von der komplexen Infrastruktur und einfachere Infrastruktur, und deshalb ist das ein Trend, der in aller Munde ist. Was sind denn typischerweise die Eingangsszenarien, wenn Sie tatsächlich beim Kunden ankommen, oder mit was fragt ein Kunde typischerweise bei Ihnen an? Gut, wir sehen bei vielen Kunden, oftmals geht es einfach um Datacenter-Erneuerung. Das heißt, in den letzten 20 Jahren haben die Kunden mehr oder weniger komplexe Infrastruktur aufgebaut. Und für jede Herausforderung, sei es Sicherheit, sei es Geschwindigkeit, sei es Backup, sich immer wieder neue Komponenten angeschafft, die dieses Problem oder die Herausforderung, die gerade gefragt wurde, mit einer Zusatzkomponente erledigt. Dadurch ist natürlich die Infrastruktur in den entsprechenden Rechenzentren immer komplexer geworden. Das Thema, wie verwalte ich das, wie mache ich Updates, die Abhängigkeiten wurden immer größer. Und natürlich auch der Aufwand an verschiedenen Schulungen, um immer up-to-date zu sein, an Security-Patches wurde immer größer. Und ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wo das Betreiben dieser Infrastruktur so schmerzhaft, so zeitintensiv und letztendlich natürlich so kostenintensiv wird, dass viele Kunden einfach auch einen klaren Cut machen wollen und nicht mehr nochmal weiterentwickeln, nochmal eine Komponente dazu nehmen, sondern wirklich einen ganzen Schritt in der Technologie weitergehen und sagen, wie kann ich das Ganze vereinfachen? Und da kommt genau das Thema Hyperkonvergenz rein, weil das Thema, das wir ja adressieren, ist, dass wir aus 5, 6, 10, 12 unterschiedlichen Appliances alles zurückführen auf eine einzige Infrastrukturkomponente und letztendlich die Software das ganze Thema treibt. Herr Huber, wir hatten ja schon mal in einem Video gesprochen darüber, wer hat denn eigentlich die größten Painpoints? Ist es der Storage-Administrator, der Netzwerk-Administrator oder der Server-Administrator? Hat sich seither eigentlich was geändert oder ist es immer noch der gleiche Trend? Ja, es hat sich ein bisschen was geändert, weil im Prinzip ist das Thema jetzt auch auf der Geschäftsleitungsebene angekommen. Also der Druck, Kosten zu sparen, kommt ja entweder komplett aus der Geschäftsleitung oder wird natürlich dann runtergebrochen auf den Leiter für die Infrastruktur weltweit oder eben für die Rechenzentrumsinfrastrukturleiter. Das heißt, dort kommt das Thema jetzt an und dort geht es meistens um, wie viel Kosten kann ich sparen, sowohl beim Anschaffen der neuen Infrastruktur vor allem, aber beim Verwalten der Infrastruktur. Gehen wir dann aber in die Fachabteilungen runter, ist es natürlich traditionell die Abteilung, die sich mit Virtualisierung, Automatisierung, Cloud-Management im Erweiterten beschäftigt. Das sind dann die Ansprechpartner, die extrem positiv auf das Thema Hyperkonvergenz zu sprechen sind. Im Vorgespräch zu unserem Podcast haben wir auch darüber gesprochen, dass Sie einen großen deutschen Firmenkonzern mittlerweile als Kunden haben. Wir dürfen ihn leider nicht nennen. Aber trotzdem, was war zum Beispiel bei dem der Anlass, dass er auf Sie zugekommen ist? Genau, das ist vielleicht ein ideales Beispiel, weil dort geht es darum, komplett eine neue Infrastruktur. Also das ist eine neue Infrastruktur. Die haben aus 6 weltweiten Rechenzentren in 3 Rechenzentren konsolidiert zum einen. Sie haben ihr Betriebsmodell auch ein Stück weit umgewandelt. Wurden von einer Beratungsfirma beraten, die auf 5 Jahre, das ist ein relativ großer Kunde, also Fortune 500, unter den Top 50, 100 Millionen Savings, also Euro-Savings auf 5 Jahre, wurde hier von einem großen Finanzberatungshaus ausgerechnet. Also es wird wirklich über die Kostenschiene und natürlich dann Thema Betrieb,
Vereinfachung des Betriebs, sehr viel auch aus den Betriebskosten genommen. Ich gehe mal davon aus, dass sich natürlich auch die Administration für diesen Kunden, also für die Administratoren dieses Kunden, sehr viel ändert. Absolut, das ist immer der Treiber, weil auch dort, was wir ablösen, einfach um noch ein bisschen konkreter zu werden, ist pro Data Center war bisher die Infrastruktur auf 24 vollgeladenen Racks verteilt und wir minimieren das Ganze schon auf 3 entsprechende Racks von uns mit 61 Komponenten insgesamt, was natürlich Strom spart, was Platz spart, was CO2 spart. Aber natürlich, wenn ich eine homogene Infrastruktur habe, habe ich auch nur noch ein einziges Management-Interface und das macht natürlich diesen Betrieb im täglichen Umfeld extrem einfach und dort kommen natürlich auch viele der Einsparungen her. Können Sie ein bisschen technisch noch werden nach dem Motto, wie viel Storage wurde konsolidiert oder wie viele Server wurden konsolidiert? Kann man das irgendwo sagen oder werden voraussichtlich konsolidiert werden? Genau, also die Infrastruktur beinhaltet 4000 virtuelle Maschinen, die dort weltweit betrieben werden. Und auch das Failover-Szenario sieht vor, dass das europäische Rechenzentrum mit USA, USA mit Europa und Asien mit USA hier ein entsprechendes Failover-Szenario darbringt. Ja, Herr Huber, Sie haben kürzlich auch neue All-Flash-Systeme vorgestellt. Kann man jetzt sagen, Hyperkonvergenz ist im All-Flash-Segment angekommen? Definitiv. Also was wir auch relativ, würde nicht sagen überraschend, aber die Entwicklung zu All-Flash ist wesentlich schneller unterwegs als von vielen gedacht, weil einfach die Preispunkte von den All-Flash-Systemen sehr, sehr attraktiv sind gegenüber klassischen Systemen. Die Vorteile von Hyperkonvergenz und von All-Flash zusammenzufassen, ist natürlich hier ein Idealszenario für die Kunden. Und deshalb war es nur logisch, dass wir auch hier auf All-Flash-Basis gehen. Aber weiterhin natürlich beide Varianten anbieten. Wenn ich die Meldung so überfliege, da scheint wohl auch Disaster Recovery ein sehr, sehr interessantes Thema zu sein. Ist das richtig? Genau, also es war auch immer schon die Strategie von Simplivity, den kompletten Stack inklusive Backup Disaster Recovery abzubilden. Was wir jetzt noch neu announced haben, ist ein Tool von uns, das das auf einen Klick erlaubt und sozusagen ein ganzes Rechenzentrum auf einer Disaster-Seite hochzufahren mit den entsprechenden Abhängigkeiten. Welche Workloads müssen zuerst funktionieren, damit das Netzwerk funktioniert, damit die Anmeldung funktioniert. Das ist heute von uns nur noch ein Klick, der dann damit auch die Dokumentation und Automatisierung komplett durchführt. Also mit Ihren Systemen scheinen Sie ja ganz gut im Markt zu liegen. Also sowohl bei Forrester als auch bei Gartner wurden Sie jüngst sogar als Leader qualifiziert oder im Leader-Quadranten aufgenommen. Ist schon eine gewisse Auszeichnung, oder? Genau, also das freut uns natürlich auch sehr und zeichnet einfach jetzt die Bemühungen, die wir da in den letzten 7 Jahren jetzt hier rein entwickelt haben, um hier als Player sowohl in beiden, also beim Forrester in der Wave ganz oben zu sein und auch im Gartner Quadranten im Leader zu sein, ist natürlich toll als Hersteller. Tja, dann sage ich vielen Dank, Herr Huber, von meiner Seite. Wie der Karl Fröhlich schon in der Anmoderation gesagt hat, der Podcast kam sehr, sehr kurzfristig zustande, aber der Huber war wie immer bestens vorbereitet. Danke von meiner Seite. Dann auch vielen Dank von meiner Seite für den spontanen Podcast. Wie immer eine Freude. Danke. Sehr gut. Anmerkungen gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Servus.